Ich begrüße Sie zum Syngenta Feldreport recht herzlich. Wir sind in der nördlichen Wetterau, mitten in Hessen. Heute möchte ich Ihnen Möglichkeiten zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern im Getreide im Herbst vorstellen. Außerdem erhalten Sie Informationen zur sachgerechten Anwendung der Herbizide sowie Hinweise zum Einsatz von Insektiziden und stickstofffixierenden Bakterien. Bevor wir in die Details der wichtigen Ungrasbekämpfung im Herbst einsteigen, schalten wir kurz zu meinem Kollegen Adrian Gack in den Nordwesten. Adrian, wo bist du gerade und wie stellt sich die aktuelle Situation bei dir dar? Ja, hallo Ralf, ich bin hier gerade in Südwestfalen in der Soesterbörde, genauer gesagt in der Nähe von Anrichte. Allgemein waren dieses Jahr die Bedingungen für eine Bodenbearbeitung in Nordwestdeutschland gut. Es gab ausreichend Niederschlag und wir hatten, ja, Ende September moderate Temperaturen von unter 20 Grad. Also es schaut alles nach einem normalen Herbst aus. Die Ernte des Silomaises ist auch schon abgeschlossen und derzeit läuft die Ernte der Zuckerrüben und Kartoffeln mit meist guten Erträgen und Qualitäten. Parallel dazu wurde mit der Wintergetreideaussaat um den 20. September begonnen und kommt gut voran. Auf diesem Schlag zum Beispiel wurde die SY Barracuda ausgesät. Die Barracuda ist eine Hybridgerste, hat eine gute Jugendentwicklung und kann dadurch Ungräser effektiv unterdrücken. Die Vorbereitung für eine erfolgreiche Herbstbehandlung wurde auf dieser Fläche ideal umgesetzt. Zunächst erfolgte eine gründliche Bodenbearbeitung, danach wurde ein feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbeet hergerichtet und ja, diese Maßnahmen reduzieren letztendlich erheblich das Risiko, dass Unkräuter nachträglich aus Chromgluten auflaufen. Somit wurde auf dieser Fläche optimale Bedingungen für eine Herbstbehandlung geschaffen. Ja, soweit zur aktuellen Situation hier in Nordwestdeutschland und dann zurück zu dir, Ralf, mit der Frage, was gilt es jetzt bei den anstehenden Aussaaten bzw. Behandlungen der Bestände zu beachten? Besten Dank für die Eindrücke aus dem Nordwesten, Adrian. In einem unserer Spezialfeldreporte sind wir ausführlich auf die ackerbaulichen Möglichkeiten zur Reduktion des Ungrasdruckes eingegangen. Erwähnt wurde darin auch die Möglichkeit der Ungrasunterdrückung mittels Scheinsaatbett und verzögerter Aussaat. Dass diese Maßnahme auf Standorten mit hohem Ungrasbesatz sinnvoll ist, zeigen die Versuche, die wir zu dieser Thematik angelegt und ausgewertet haben. Heute geht es vor allem um den Herbizideinsatz im Getreide im Herbst, mit Tipps und Tricks für einen verträglichen und wirkungssicheren Einsatz. Die Grundlage für eine zügige Entwicklung des Getreides ist ein gutes Saatbett. Dieses sollte rückverfestigt und abgesetzt sein, um ein zügiges Auflaufen der Pflanzen zu gewährleisten. Bei den jetzt anstehenden Aussaaten laufen die Ungräser zeitgleich mit dem Getreide auf. Um das Auflaufen der Pflanzen und die Wirkungsgrade der Herbizide zu optimieren, sollte vor allem bei einem groben Saatbett und trockenen Böden eine Walze nach der Saat zum Einsatz kommen. Durch die Einebnung mit der Walze wird die zu behandelnde Oberfläche kleiner, die Benetzung besser und der Wirkungserfolg der Bodenherbizide sicherer. Wir bekommen oft die Frage gestellt, wann ist der beste Applikationszeitpunkt für die Herbizide im Herbst? Da das Getreide und die Ungräser relativ zeitgleich auflaufen und bei den eingesetzten Wirkstoffen maximal 20% Wirkung über das Blatt kommen, haben sich Einsatztermine in das Spitzen des Getreides, also gerade so bei Sichtbarwerden der Fahrgassen, bewährt. Eine Behandlung im Vorauflauf kann vor allem bei Flufenazet-haltigen Produkten sinnvoll sein. Für eine gute Verträglichkeit der Herbizidbehandlungen sollte die Saattiefe 3 bis 4 cm betragen und das Getreidekorn gut mit Erde bedeckt sein. Welche Wirkstoffe bzw. Produkte sollten im Herbst im Getreide eingesetzt werden? Vor allem wenig resistenzgefährdete Wirkstoffe in Kombination unterschiedlicher Wirkmechanismen. Unser Angebot für den Herbsteinsatz erfüllt diese Grundsätze durch die Kombination in folgenden Produkten. Broadcast mit den Wirkstoffen Flufenazet und Diflufenican bietet eine gute Basiswirkung gegen Ungräser und Unkräuter. Die Aufwandmenge bei Windhallen beträgt 0,4 Liter pro Hektar.
Soll Ackerfuchsschwanz bekämpft werden, müssen 0,6 Liter pro Hektar eingesetzt werden. Angeboten wird Broadcast zusammen mit Trimmer WG als Broadcast Duo. Trimmer WG sorgt für die Absicherung der Unkrautwirkung und wird mit 20 bis 30 Gramm pro Hektar eingesetzt. Vor allem auf Ackerfuchsschwanzflächen empfiehlt sich die Zumischung von Boxer mit 3 Liter pro Hektar. Aufgrund vielfältiger Versuchserfahrungen wissen wir, dass Boxer mit dem Wirkstoff Prosulfocat bei Weidelgräsern eine Schlüsselrolle einnimmt und ein mit Flufenaz vergleichbares Wirkungsniveau erreicht. Damit ist Boxer der ideale Mischpartner zur Absicherung der Wirkungsgrade in der Gräserbekämpfung im Herbst. Boxer kann mit 3 Liter pro Hektar in Tankmischung mit anderen Herbiziden, zum Beispiel Broadcast Duo, oder mit bis zu 5 Liter pro Hektar Solo eingesetzt werden. Viele Landwirte stellen sich die Frage, muss ich beim Einsatz von Boxer etwas Besonderes beachten? Ja, für Boxer und andere prosulfokarbhaltigen Mittel gelten folgende Anwendungsbestimmungen, die für den langfristigen Erhalt des Wirkstoffes äußerst wichtig sind. Der Einsatz muss mit einer Wasseraufwandmenge von mindestens 300 Liter je Hektar, der Verwendung von Düsen mit 90% Abdriftminderung auf der gesamten Fläche, maximal 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit und bei höchstens 3 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit erfolgen. Somit fällt die Düsenwahl auf Injektordüsen der Größen 04 oder 05, wie zum Beispiel ID 320-04 bzw. 05 oder die Syngenta Vorauflaufdüse Bre 130-05. Diese Düsen erzeugen ein grobes Tropfenspektrum, wodurch die Abdrift maximal verringert wird. Da die Bodenwirkstoffe jedoch über die Wurzel und das Hypokotyl der Pflanze aufgenommen werden, ist das kein Problem für die Wirkungssicherheit. Eine Hilfestellung zur Düsenwahl bietet Ihnen unsere Spray Assist App. Die bekannten blattaktiven Produkte sollten im Herbst lediglich für eventuell erforderliche Nachbehandlungen zum Einsatz kommen. Die sogenannte Nikolausspritzung im Herbst bietet oft bessere Einsatzbedingungen und damit auch bessere Wirkungsgrade als die Frühjahrsbehandlung. Für die Wintergerste steht dafür Axial 50 mit 0,9 Liter pro Hektar und für Weizen, Triticale und Trocken Traxos mit 1,2 Liter pro Hektar zur Verfügung. Derzeit erreicht uns oft folgende Frage. Im Sommer haben wir einen starken Besatz mit Blattläusen in verschiedensten Kulturen beobachtet. Hat das Auswirkungen auf die Ausbreitung des Gelbverzwergungsvirus? Die Frage ist berechtigt. Sie sollten auf jeden Fall Ihre frisch auflaufenden Getreidebestände auf Blattlausbefall kontrollieren. Um die Viruslast der Läuse abzuschätzen, führen wir auch dieses Jahr wieder unser Virusmonitoring durch. Die Ergebnisse und Hinweise zu Schadschwellen finden Sie auf unserer Homepage. Eine Bekämpfung der Virusvektoren ist nur im Herbst sinnvoll und sollte bei 10-20% befallener Pflanzen mit 75 ml pro Hektar Karate-Zeon erfolgen. Dieser Insektizideinsatz kann, vor allem in Wintergerste, mit NutriBio-N, unserem luftstickstofffixierenden Bakterienprodukt, kombiniert werden. Dadurch wird die Gerste kontinuierlich mit Stickstoff versorgt und kann sich auch unter suboptimalen Bedingungen gut entwickeln. Weitere Informationen zu den angesprochenen Produkten erhalten Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank fürs Reinschauen und viel Erfolg bei den anstehenden Arbeiten.